Hey Leute, da sind wir wieder mit Sherlock Holmes und Dr. Watson auf der Jagd nach Jack the Ripper und wir haben ja noch einen Tatort zum Untersuchen mit Watsons Hilfe, nämlich mit seiner Lampe, die er da hat. Genau. Müssen wir jetzt hier den Tatort untersuchen. Okay, oh Mann, was ist denn hier? Erinnern uns diese herumliegenden Gegenstände nicht an etwas, Watson? Und wie? Es handelt sich um Gegenstände, die gewöhnlich von Frauen benutzt werden. Die Gegenstände gehören dem Opfer. Der Mörder ist eine Frau. Diese Gegenstände lagen schon vor dem Mord dort. Addos Mörder ist ein Transvestit, ein Fetischist. Der Mörder hat Addos durchsucht. Jawohl, so hätte ich das nämlich gesagt. Das war das hier. Die Innenseiten der Oberschenkel sind sauber. Auch bei diesem Mordfall gab es keine sexuellen Handlungen zwischen dem Opfer und dem Täter. Neben der Hand des Opfers liegt ein Fingerhut. Eine Parallele zu Annie Chapmans Pillen und Liz Strides Pastillen. Die Eingeweide wurden am Stück entfernt, um an den Unterleib heranzukommen. What? Der Haupteinschnitt erstreckt sich vom Brustbein bis hinunter zur Leiste. Der Mörder hat den Unterleib wie bei einem Tier geöffnet. Eine Niere wurde entfernt. Die Gebärmutter wurde entfernt. Was für ein Typ ist das? Hoffentlich erwischen wir den. Der Kopf wurde nach links gedreht. Der Mörder muss also auf der rechten Seite des Opfers gewesen sein. Sehen wir uns die Frau von vorne an. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah. Oh, jetzt ist aber der Schnitt ganz anders. Nur ein Einschnitt ist zu erkennen, Watson. Er verläuft von links nach rechts und leicht schräg nach unten. Die Nase wurde abgeschnitten. Die Augenlider wurden abgeschnitten. Oh mein Gott. Die Ohren hat er aber in Ruhe gelassen. Die schwarze Haube. Alle tragen sie hier so eine Haube. Der Kopf wurde nach links ge... Ich bin noch nicht fertig hier. Ist vielleicht noch was auf dem Boden? Blutlache? Nee. Die Wangen wurden verstümmelt, damit sie wie eingefallen wirken. Aber jetzt habe ich es wahrscheinlich... Na, geh schon. Ja, jetzt hab ich's. Oh Mann. Ein Stück der Schürze fehlt. Darum kümmern wir uns später. Okay. Mein Gott, Holmes! Das war das reinste Gemetzel. Sie müssen verstehen, Watson. Der Täter hatte nicht die Zeit dazu, um sich mit Feinheiten aufzuhalten. Zumal die Bedingungen alles andere als ideal waren. Er hatte bestenfalls 7 oder 8 Minuten Zeit, um die Frau zu töten und aufzuschneiden. Und das alles in absoluter Dunkelheit. Holmes, wir reden hier über eine Frau. Über das tragische Opfer eines schlimmen Verbrechens. Durch das Verstümmeln des Gesichts und Aufschneiden des Unterleibs an etwa 20 bestimmten Stellen, vor allem im Bereich der Lunge und der Leber, hat dieser Mann viel Zeit verloren und ein hohes Risiko in Kauf genommen. Diese Vorgehensweise... die ich für willkürlich hielt, ist alles andere als willkürlich und dient wie die Entnahme der Organe einem bestimmten Zweck. Watson, wir müssen unsere Zeitachse zu Hilfe nehmen, die schon für den Mord im Duddfields-Jahr zum Einsatz kam. Dieses Mal müssen wir jedoch rekonstruieren, was einige bestimmte Leute getan haben. In diesem Fall die beiden Polizisten. Okay. 1.30 Uhr, Constable Watkins betritt den Mitre Square. 1.30 Uhr. Constable Watkins hat während seines Rundgangs die Leiche nicht gesehen. Wenn Constable Watkins seinen Rundgang ordnungsgemäß durchgeführt hat, und darüber besteht kein Zweifel, da er die Leiche eine Viertelstunde später entdeckt hat,
kann sich der Mord noch nicht ereignet haben. Und niemand war auf dem Mitre Square, sofern dem Constable in der Dunkelheit nichts entgangen ist. Betreten Sie von der Mitre Street kommend den Mitre Square, Watson. Bleiben Sie dann stehen und versuchen Sie, mich mit Hilfe der Lampe zu sehen. Ich stehe da, wo die Leiche der armen Catherine Eddowes lag. Sie steuern Dr. Watson. Okay. Ich muss mit Hilfe der Lampe versuchen, den Watson, den Holmes zu, So. Ich kann Sie sehen, Holmes. Perfekt, Watson. Werfen wir einen Blick auf unsere Zeitachse, Watson. Okay, um 31 wurde der Mord noch nicht verübt. Genau. 1:35 Uhr, ein Mann und eine Frau unterhalten sich am Zugang zur Church Passage. Genau. So. Um 1:35 Uhr unterhalten sich ein Mann und eine Frau am Zugang zur Church Passage. Der Mann kam aus Richtung Aldgate. Constable, 1:42 Uhr, Constable Harvey nähert sich dem Mitre Square. 1:42 Uhr, Constable Harvey nähert sich dem Mitre Square. Wir müssen berücksichtigen, dass der Constable den Mitre Square nicht betreten hat. Er konnte die auf dem Boden liegende Leiche nicht sehen. Aber hätte er einen stehenden oder sitzenden Mann sehen können? Gehen Sie zur Church Passage, kommen Sie zurück und versuchen Sie, mich mit Ihrer Lampe zu sehen. Ich stehe an der Stelle, wo das Opfer entdeckt wurde. Ich muss zur Church Passage. Geht's da zur Church Passage? Ich glaube schon, da geht's, glaube ich, zur Church Passage. Okay. Ich frage mich, worauf der Holmes hinaus will. Ob ich sehe ihn. Ich kann Sie sehen, Holmes. Sie mussten weitergehen und den Platz betreten, um mich zu sehen, was Constable Harvey jedoch nicht getan hat. Es kann also gut sein, dass der Mörder noch dort war. 1:42 Uhr. Constable Harvey erreicht den Mitre Square, betritt ihn jedoch nicht. Der Mörder könnte noch dort gewesen sein. 1:42 Uhr, Constable Harvey. Die Leiche wird entdeckt, 1:44 Uhr. 1:44 Uhr. Die Leiche wird entdeckt. Platzieren wir den Mord an der armen Catherine Eddowes auf der Zeitachse, Watson. Ich hätte gesagt, hier so in dem Bereich. Zwischen 1:35 Uhr und 1:42 Uhr. Der Mord scheint in diesem Zeitraum verübt worden zu sein. Also innerhalb von 7 Minuten. Ja, Holmes. Aber beweist das wirklich, dass der Mörder genug Zeit hatte, um beide Morde zu begehen? Werfen wir einen Blick auf unsere Zeitachse, Watson. Holmes und Watson haben 20 Minuten gebraucht, um vom Duffield's Yard zum Mitre Square zu gelangen. So, Watson, jetzt können wir mit Sicherheit sagen, dass der Mörder tatsächlich genug Zeit hatte, um beide Morde zu begehen. Unglaublich! Werfen wir einen Blick auf unsere Zettel mit den Schlussfolgerungen, Watson. Okay. Herleiten. Wow, sind das viele Zettel geworden. Okay. Bei den Verletzungen am Hals handelt es sich um einen Schnitt von rechts ausgehend leicht schräg nach unten wies. Die Gegenstände der Füße, das hier. So.
Also nochmal. Bei den Verletzungen am Hals handelt es sich um einen Schnitt, der von rechts ausgehend nach leicht schräg nach unten wies. Der Mörder stand hinter dem Opfer. Wurde schnell mit großer Kraft durchgeführt. Der Mörder wollte das Opfer enthaupten. Ich würde sagen, der stand hinter dem Opfer. Der Mörder ist etwas kleiner als das Opfer. Der Einschnitt war tief. Die Verletzungen gleich der von Lestrade. Nee, das tut's nicht. Das glaube ich auch nicht. Oder vielleicht doch. Der Haupteinschnitt erstreckte sich vom Brustbein bis hinunter zur Leiste. Mit Mörder Beidhänder, Rechtshänder, Linkshänder, ich habe gesagt Rechtshänder. Ach, der Einschnitt war nicht tief. Der Mörder war das kleiner. Das wird wieder eine Sache, Leute. Also, gleiche Weise am Leben kommt wieder Stride. Nee. Eddows ist klein und Linkshänder. Eddows hat das sein Opfer erwürgt. Der Mörder. Okay, er ist. Das hier scheint nicht zu stimmen, weil das rot ist. Linkshänder. Beidhänder. Oder alles egal. Nochmal. Bei der Verletzung im Hals handelt es sich um einen Schnitt, der von rechts ausgehend leicht schräg nach unten wies. Ja. Ist Linkshänder. Der Schnitt war nicht tief. Der Mörder ist kleiner als das Opfer. Ist klein und Linkshänder. Ein Komplize von Lestrades Mörder hat sie etwas umgebracht. Lestrades Mörder hat nicht sie etwas umgebracht. Die Morde an könnten von der gleichen Person verübt worden sein. Nee, alles drei nicht. Ich nehme mal wieder die anderen. Er streckte sich vom Brustbein bis hinunter zur Leiste. Der Mörder hat den Bauch wie bei einer Operation aufgeschnitten. Eddows Mörder hat ihren Unterleib wie bei einem Tier aufgeschnitten. Wie bei einem Tier, hat er gesagt. Ein Stück von C. Eddows weißer Schürze wurde abgeschnitten. Das ist richtig. Die Gegenstände nahe den Füßen des Opfers wurden dort ordentlich hingelegt. Die Gegenstände sind zufällig, nur Eddows Mörder ist ein ordentlicher Mensch. Eddows Mörder ging wohl überlegt vor. Okay. Ja, ach, da unten geht's noch weiter, Leute. Ja, Wahnsinn. Jetzt versuche ich erstmal, das da oben hier rauszukriegen. Also. Der Mörder wollte das Opfer enthaupten. Der Schnitt wurde schnell und mit großer Kraft durchgeführt, hätte ich gesagt. Der Mörder ist etwas kleiner als das Opfer. Der Einschnitt war nicht tief. Etwas kleiner als das Opfer. Linkshänder, Beidhänder, Rechtshänder. Ah, Rechtshänder. Okay. Mörder ist klein und Linkshänder. Mörder hat sein Opfer erwürgt. Das ist auch Quatsch. Eddows ist auf die gleiche Weise wie Lestrade. Gleiche Person. Nee. Also er ist Rechtshänder, das heißt, er ist nicht Linkshänder und ist auch nicht auf die gleiche Weise, sondern Opfer hat er auch nicht erwürgt. Mann, das ist ein kleines Opfer, war nicht tief. Ah, okay. Die Morde an könnten von der gleichen Person verübt worden sein. Gut, dann gehen wir eine Seite runter. Eddows Wangen wurden aufgeschnitten und dadurch verunstaltet.
Augenlider wurden abgeschnitten, Nase wurde abgeschnitten, Niere und die Gebärmutter entfernt, Adams Leber und Lunge, wiesen kleine Einschnitte auf. Neben der Hand des Opfers wurde ein Fingerhut gewunden. Das ist das, was mich sehr komisch finde. Hat einen Fingerhut verloren, der Mörder hat. Eddows hat einen Fingerhut in der Hand gehalten. Eddows hat sich gewehrt. Eddows Leber und Lunge wiesen keine Einschnitte auf. Eddows wurde eine Niere. Okay, das weist alles auf dasselbe hin. Eddows Mörder hat eine Abneigung gegen Nieren. Eddows Mörder verfügt über anatomisches Wissen. Doch, tut er. Mir wird übel an diesem Ort. Können wir nicht nach Hause gehen, Holmes? Natürlich nicht, Watson. Einen letzten Ort müssen wir noch aufsuchen. Erinnern Sie sich an das fehlende Stück der weißen Schürze? Es wurde nur einige Schritte entfernt am Eingang eines Gebäudes gefunden. Dorthin müssen wir gehen. Okay. Imperial Club Mitre Square, Galston Street. Muss ich jetzt zu Galston Street? Wahrscheinlich. Und los. Und los. Hier ist es, Watson. In der Nacht ist die Galston Street wie leer gefegt. Was es uns erlauben wird, einige Experimente durchzuführen. Suchen wir den Hauseingang, wo das Stück der Lederschürze des Opfers und die sonderbare Kreidenachricht entdeckt wurden. Leute, ja. Aber in der Galston Street, da begeben wir uns dann erst im nächsten Part auf Entdeckungsjagd. Und ich glaube, das war das, wo wir auch diesen Katzenkebab-Menschen hier aufgesucht haben. Schauen wir mal, ob ich richtig liege oder nicht. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder reinschaut. Und bis dahin. Ciao.